Heute geht's wieder auf Wandertour durch unsere kleine Stadt. Oh, kommt doch einfach einmal mit. Mal sehen, was man hier so zu bieten hat. Bin gespannt, was es hier alles zu entdecken gibt. Hier in Görbersdorf, gleich neben Oederan, wohnen Betty und Matthias Hillig. Mal sehen, ob die beiden Kunsthandwerker zu Hause sind. Was soll das Brot? Hast du wohl jetzt schon Hunger? Meister Hillichs Figuren, sie bestehen, so hörte ich, aus Holz und Brotteig. Ich hab den Durchblick. Ja, ich bin voll auf der Garnrolle. So etwas weiß nur ich. Figuren aus Brotteig. Und einen Strauß bunter Blümchen sehe ich auch im Korb. Sind bestimmt für mich gedacht. Nö, du liebes Nadelkissen. Du bist wohl von der Zwirnsrolle. Du mit Blumen? Wirst du sehen. Drechslermeister Hillig und seine Frau Betty sollen überrascht werden. Da beißt der Holzwurm keinen Faden ab. Klaus, du Wollknäuelroller. Herrliches Holz liegt da drüben. Schau mal. Holz auf dem Hof? Ha, ist doch klar. Hier wohnen Hillichs. Betty, wir kriegen Besuch. Glück auf! Glück auf! Kommt rein! Oh, ist das schön hier. Was für eine Farbenpracht. Die Blütenfarben mögen für die Malerin Betty Hillig auch ein bisschen Anregung sein. Danke, Wuschel. Jetzt war ich aber Spitzfädel oberscharmantel. Charmant, oder? Wuschel, ich mach die Fäden straff und du stellst die Fragen an unsere Gastgeber. Bin schon richtig wuschelig. Bin spitz, Nadelspitz, um zu erfahren, wie das alles so abläuft. Meister Hillichs Figuren, sie bestehen aus Brotteig. Wollen wir uns doch gleich mal eine Scheibe abschneiden? Ja, Brot brauchen wir schon, aber zum Arbeiten, da haben wir eigentlich so unsere eigenen Quellen und wir nehmen dann eigentlich Mehl dazu. Also das fertige Brot ist eigentlich nur zum Essen. Da müssen aber bestimmt viele Brote gebacken werden, damit solch herrliche Figuren entstehen können. Also die Figuren sind im Grundkörper, bestehen die aus Holz. Jetzt was diese Beine betrifft und den Körper und der Kopf. Und jetzt die Ohren und wie gesagt die Arme werden dann aus dieser Teigmasse anmodelliert, damit dann aus diesem Stück Holz im Endeffekt eine Figur wird. Aber diese entsprechenden Holzteile, die werden an der Drechselbank hergestellt, gedreht. Diese werden dann miteinander verbunden und dann im Anschluss wird diese Figur mit diesen Teigarmen und Teigknien, Füßen, Schenkeln und so weiter komplettiert und die Ohren werden auch angeklebt. Lieber Matthias Hillig, woraus besteht denn nun dieser Teig? Für die Figuren brauchen wir als Ausgangsmaterial Mehl. Dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu, Leim und Sägemehl und das wird dann zum dicken Brei gerührt und daraus werden dann Arme und Ohren, Füße und Ähnliches an den Figuren geformt. Das ist eine ganz alte erzgebirgische Herstellungstechnik. Interessant, interessant. Wo kann man denn sowas lernen? Schneeberg haben wir studiert, meine Frau und ich, und dort war es eigentlich ein Teil der Ausbildung, dass man auch mal die erzgebirgische Tradition streift. Also wir hatten da sehr gute Lehrer, die uns auch mit diesen alten Figuren und Formen konfrontiert haben. Das war ein kurzer Streifzug, aber als Studenten hat man dann eben auch dieses Wissen dann in der Weihnachtszeit mal ein bisschen ausgenutzt und dann auch mal das Taschengeld ein bisschen aufgebessert. Irgendwann haben wir gesagt, dass diese Technik eigentlich so gut wie ausgestorben ist. Man muss die eigentlich am Leben erhalten, aber dann auch ehrlichen Herzens. Also nicht mit Automatenteilen arbeiten, sondern von Hand drehen. Also so, dass das wirklich alles Handarbeit ist.
Hier fallen ja Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Vielen Dank, liebe Hillis, dass wir hier in eurer Werkstatt dabei sein durften. Wir freuen uns auch. Vielen Dank. Schaut mal, hier ist ein Freundschaftsband für euch aus unserer Oederaner Museumsweberei. Vielen Dank. Bitte schön, bitte schön. Jetzt habe ich aber Hunger. Wo ist denn das Brot? Schnipper, Schnapper, Schnupper. Bis bald.